So, damit wieder hallo und willkommen zurück zu einer wunderbaren weiteren Ausgabe von The Grand Theft Auto 7. Ja, es ist eine Weile her seit dem letzten Video und dafür entschuldige ich mich auch so ein bisschen. Ihr seht auch, oben haben wir auch den Fjord Air, den wollte ich auch euch mal eigentlich in einem Video technisch zeigen, aber ich war ein bisschen abgefuckt. Einerseits war ich abgefuckt, weil die Autos halt super schwierig zu bekommen waren, beziehungsweise sie waren nicht schwierig zu bekommen, aber ich habe den Zeitpunkt verpasst, wo man sie bekommen sollte. Dann habe ich den Wagen bekommen, den Fjord Air da oben, und habe auch ein Video aufgenommen und meine Videodatei war komplett für den Arsch. Also, da war dann so ein bisschen die Luft raus. Da kann das Spiel bedingt was für, bisschen aber auch meine Technik. Es war eine ganz tolle Nummer. Wir werden es den Fjord Air sicher nochmal in einem Video gesondert anschauen. Aber heute geht es erstmal um eins der neuen Fahrzeuge im neuesten Update, nämlich diesen wunderbaren Kollegen, den Mitsubishi Lancer Evo 9. Und ich hatte immer das Gefühl, als hätten wir einen 8er, 9er im Spiel gehabt. Aber nein, hatten wir nicht. Wir hatten nur den Evo 10 in der Final Edition und 20.000 Abwandlungen davon. Ich würde mir natürlich auch hoffen, dass wir hiervon so Abwandlungen vielleicht auch vom Evo 9 bekommen. Das wäre ziemlich cool. So Gruppe 3 Evo 9. Oh, wie schon fühlt. Ich meine, davon gab es Time-Attack-Varianten und die sahen eh brutal fett aus. Also bitte, Polyphon Digital, mach mal eine Runde. Gut, wir schauen uns auf jeden Fall dieses wunderbare Fahrzeug an. Evo 9, natürlich absolut geiles Fahrzeug. Das sage ich als Subaru-Fahrer. Ne? Ich darf davon auch zustimmen. Evos sind geil. Ich finde Subarus geil, ich finde Evos geil. Performance-technisch würde ich, glaube ich, ein Evo sogar vorziehen. Ja, klangtechnisch den Subi, aber am Ende cooler wäre es, einfach beide zu haben. So, und das werden wir jetzt hier im Fuhrpark wunderbar machen. Wir haben schon den Blob in der Garage, warum also nicht noch wunderbar den Evo 9 hinzufügen. 100.000 kostet er hier beim Händler. Das ist nicht ganz der offizielle Marktwert, der ist Gott sei Dank noch ein bisschen darunter. Also wir sind hier noch nicht auf Skyline-Gebiet beim Evo 9, was ganz gut ist in echt. Also noch nicht, ne? Also man muss immer vorsichtig sein mit so Aussagen. Man hat ja die letzten Jahre die Preise der Japaner so ein bisschen im Blick gehabt und das ist schon ganz schön bescheuert geworden. Gut, wir gucken uns den Evo 9 mal an. Beziehungsweise wir fahren erstmal eine kleine Runde. Wir fahren erstmal ein kleines, wunderbares Ründchen und dann tunen wir natürlich euch. Ich bin sehr gespannt, was es für Bodykits gibt, was es für Tuning-Teile gibt, weil beim Evo 9 denke ich natürlich schon an Tuning. Dementsprechend hoffe ich sehr stark, dass da natürlich auf jeden Fall ja irgendwas in die Richtung möglich ist. Wäre sonst sehr schade. Also da muss sickes Tuning möglich sein beim Evo 9. Immer wieder begeistert von diesen Ladezeiten. Ne? Wenn man Forza mittlerweile gewohnt ist, Forza Motorsport, ist das hier halt wirklich komplett insane, wie Gran Turismo jedes Mal abfeiert, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ist aber auch ein schickes Fahrzeug. Ich finde, es ist einfach echt ein schönes Auto, ne? Aber ich muss immer wieder reinkommen, weil ich habe so lange kein Gran Turismo mehr gespielt. Das nimmt es mir nicht übel, wenn ich jetzt hier gerade mal komplett verkacke. Das ist schon, ich freue mich, dass er drin ist. Bin wirklich happy. Wie gesagt, ich hatte immer das Gefühl, wir hatten einen und deswegen war ich jetzt so, Evo 9, wir haben doch schon einen, aber nee, hatten wir nicht. Und natürlich ist der, hat jetzt natürlich ein bisschen länger gedauert, weil Gran Turismo natürlich, hier darf man es wirklich sagen, from the ground up seine Fahrzeugmodelle baut. Ja, ich guck euch an. Das Ding ist hier wirklich vom Ground up abgebaut. Guckt euch diesen Detail gerade an, diesem Model an. Das ist halt wirklich, das muss ich Gran Turismo wirklich lassen. Also der Detail gerade bei den Fahrzeugen ist wirklich absolut wild. Vor allem an Scheinwerfern und so erkennt man das ja, weil die Tiefe und die Detail gerade da einfach haben. Das ist schon geil. Auch Innenraum, der ist schon sehr cool, der da drin ist. Ich bin mal gespannt, was wir gleich mit dem Ding so anstellen können, optikmäßig. Ich meine, ich würde den echt auch einfach so fahren, da bin ich vollkommen fein mit. Also ich bin jetzt nicht, dass ich sagen würde, nee, da muss man dringend was dran machen, so ein Evo 9, ey, das ist schon ein peinliches Auto, wenn man das serienmäßig fährt. Nein, die Einstellung habe ich jetzt nicht, da bin ich jetzt mal ehrlich mit euch. Das ist schon optisch ein ganz cooles Kfz. Kommt auch schön wie ein Subaru Original, ja, mit BBS-Felgen auf dem Markt und einem Momo-Lenkrad. Finde ich irgendwie geil, dass die beiden Hersteller sich das zumindest geteilt haben, so, ja, lass mal Lenkrad, lass mal bei Momo bestellen. Ja, Digga, lass mal machen. Und Felgen, ja, lass mal bei BBS anklopfen. Super, super, machen wir. Ist aber wieder geil. Ich weiß gar nicht, ob es beim Evo auch so ist, beim Subaru. Die originalen Sicherheitsgurte sind von Takata. Ja, normal denkt ihr an diese grünen Gurte. Ja, die haben aber auch normale Sicherheitsgurte gemacht. Zum Beispiel beim Subaru, die Gurte, die ich drin habe, sind Takatas. Das sieht man denen nicht an, aber es ist halt einfach deren Hersteller da drüben. Also die machen ja nicht nur Sportgurte anscheinend. Aber ich glaube, im normalen deutschen Auto hast du aber keine Schrotgurte, glaube ich, drin. Wenn es so geht, macht Schrot normale Sicherheitsgurte? Ich weiß es nicht. Das kann ich euch jetzt gerade gar nicht so sagen. Was man daran sieht, dass es natürlich ein Japaner ist, ein japanisches Modell am wunderbaren Heckscheibenwischer, genau wie beim Subaru. Die Japaner haben, warum auch immer, ein Bedürfnis. Vielleicht gibt es auch eine TÜV, in Anführungsstrichen, Vorgabe, dass man in Japan Heckscheibenwischer haben muss, weil Skyline hat es zum Beispiel, der Evo hat es, der Subi hat es und dann eben deren Deutschbeispiele haben es halt zum Beispiel nicht. Jetzt im Fall von Skyline gibt es natürlich kein deutsches Beispiel, aber im Fall von Evo und vom Subi gibt es ja sehr wohl beides auch deutsche Varianten. Ist ganz schön hecklastig beim Anbremsen, ne? Habt ihr gerade gesehen, der geht schon mal so, der macht schon so einen kleinen Schwinger. Also der mag schon ein bisschen mit dem Arsch kommen. Finde ich gut.
Ich weiß auch gar nicht, ob ich hier ein Whiteboard-Kit dran haben will. Es wird höchstwahrscheinlich eins geben. Wir werden es angucken und höchstwahrscheinlich werde ich meine Meinung dann direkt wieder ändern. So, ah, nee, kein. Oh, doch, ein Whiteboard-Kit. Ja, zieht die Kiste weit. Komm, komm, Jungs, da mal richtig ranpacken an die Kotflügel. Gönnen dem Blech mal richtig, richtig Spannung. Ja, werden wir sehen. Gut, wir gehen mal rein und schauen mal, was wir mit dem Fahrzeug anstellen können. Ich finde ihn aber cool. Er fährt sich auf jeden Fall, wie gesagt, ein bisschen, also er ist auf jeden Fall, ich sag mal, hecklastiger. Er geht schon ein bisschen mit dem Arsch. So. Wir machen erstmal Fahrwerk und Auspuff, weil das die wichtigsten Sachen sind, die wir sowieso machen. Weil ich hoffe, dass wir ein schönes Bazooka-Rohr dahinter bekommen. Man muss sagen, er hat ja schon ein schönes Endröhrchen, aber da muss eigentlich so ein 3,5, 4,5 Zoll, 10 Zoll Endrohr drunter sein, wenn wir mal ehrlich sind. Deswegen bauen wir erstmal einen Rennauspuff drunter. Den Rest machen wir gleich. Das sind erstmal die wichtigsten Sachen, sind ein voll anpassbares Fahrwerk und ein Rennauspuff. So, das sind die Prioritäten, die wir hier setzen. Weil wir geile Optik haben wollen. Und dafür tun wir alles. So. Jetzt gucken wir mal. Da steht jetzt schon mal knackig. Jetzt gucken wir mal uns das Endröhrchen an. Ne? Hab da ein bisschen mit Kavenzmann drin. Guck mal. Da ist zwar immer noch ein bisschen Platz. Also ist echt doch eine Menge Platz eigentlich. Aber na gut, akzeptieren wir. Kommen wir mit klar. So, wir können hier nochmal 10 cm runterdrehen. Das ist zumindest schon mal etwas. Gucken wir mal, auch wie er jetzt da steht. Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ginge mehr, aber ist in Ordnung. Gut, wir gehen zu unseren Freunden von GT Auto. Könnt ihr mir dieses Fahrzeug breiterziehen, Jungs? Sie können. Für 25.000 sogar. Motorwechsel gibt's nicht. Aber für 25.000 gibt es einen Breit. Meine Fresse, ist das viel. Vor allem, man sieht es ja hinten krass hinter dem Hinterreifen. Guck mal, wie die Reifen in der Karosse verschwinden. Warte mal. Das ist ja ein Custom-Kotflügel, den er bekommt. Guckt euch mal oben die Aussparung an. Das ist ja fett. Der kriegt ja vorne einen neuen Kotflügel sogar. Also, der ist ja nicht breiter gezogen, einfach nur, sondern der kriegt wirklich einen komplett neuen Kotflügel. Das ist fett. Okay, das ist ein geiles Detail. Also einfach nicht nur breit gezogen, sondern da wurde auch auf Details geachtet. Na gut. Trotzdem ziehen die Jungs und Mädels ja immer noch einen wunderbaren Subaru breit. Ich möchte es so betonen. Meine Fresse, ist der breit geworden. Boah, rot sieht aber auch gut aus, ne? Ey, das ist wirklich krass, wie viel Karosse das geworden ist. Die originalen Felgen standen ja vorhin ganz okay im Radkasten. Jetzt sind die halt komplett verloren da drin. Na gut. Heißt, wir packen irgendwas Breites drauf. Ein BBSS oder ein T37, nein, Spaß. Was für eine. Haben wir Workmeister S1 im Spiel? Ich glaube nicht, ne? Ich spiele momentan so viele Spiele, dass ich einfach nicht blicke, welches Spiel welche Felgen hat. Ich sag's euch, ist echt schwierig. Haben wir Workmeister S1 hier? Ich glaube nicht, ne? Weil es ja keine Sportfelge ist. Es ist ja keine sportliche Felge. Was haben wir denn im Besitz so? So, BBS wäre natürlich okay. Oh, Enkai wäre natürlich extrem geil. Boah. Okay, ich glaube, ich mache Enkais drauf. Ich habe sehr Bock auf Enkais auf der Kiste. Ich bin ein sehr großer Enkai-Fan. Wir machen die aber in 18 Zoll. Gucken wir mal, wenn ich die breit mache, was das ausmacht. Oh, jetzt bitte noch ein Pressive breit. Oh ja, also Enkers mit Tiefbett sind aber auch schon eine Nummer für sich, ey. Schon geil, gut. So, jetzt gucken wir mal, was wir machen können. Okay, Typ B ist einfach eine komplett andere Stoßstange. Also, ich merke, Pony Digital hatte auch Bock auf dieses Auto. Kann das sein? Da war so eine leichte Motivationsebene mit dabei, ne? Weil das ist ja einfach nur eine Lippe. Also, ne, ist auch schon eine andere Stoßstange. Wait, das sind beides andere Stoßstangen. What the fuck? Okay, das ist fett. Ja, dann machen wir hier komplett all in, ne? Dann gehe ich aber mal all in, sag ich euch. Seitenschweller. Also bei den meisten Autos im Spiel haben wir einfach nur dieses Brett hier drunter. Dieses schöne Brettchen gibt es, aber einen komplett an Custom Seitenschweller haben. Also der Kohl, also wirklich Wahnsinn. Das Whitebody Kit ist Custom. Also wirklich nicht nur einfach Breitchen, sondern wirklich ein anderer Kotflügel. Wir haben Stoßstangen Custom und wir haben sogar eigene. Das ist ja mal richtig geil. Also das muss ich sagen, feiere ich jetzt mal richtig. Aber im Heck auch so wilden Shit. Ey, da haben wir so einen Ansatz. Und einen wilden Diffuser. Naja, okay, das akzeptiert. Das Heck ist aber auch schön genug, da muss man einfach mal sagen. So, Spoiler. Ich bin immer noch sehr großer Fan von Evos ohne Flügel, ne? Also ehrlich, das hört mich ein bisschen an. Wait. Der empfängt ja dann wirklich alles. Der klingt sogar den Heckscheibenwischer. Und empfängt die Vortex-Generatoren oben. Das ist nämlich ein bisschen übel, dass er das tut. Hey, lass die da drauf. Aber das Geile ist, wir cleanen können. Der cleant einfach. Das ist ja fett, dass der cleant. Das ist ein cooles Detail. So ein kleiner Bürzel im Kofferraumdeckel, das hat aber auch was. Oder einen. Warte mal, jetzt mal kurz mal gucken. Wir hätten gerne einen großen Spoiler oder einen kleinen. Beim kleinen können wir auf jeden Fall vollkommen Fast and Furious hier gehen, ich sage euch das. Wir machen mal den großen. Mit richtig assigen Endplates, bitte. Sowas hier, sowas richtig bescheuertes, so. Wir nehmen den mal, sieht das gut aus, was ich hier gemacht habe? Ja, das gefällt mir schon ganz gut. Ich meine, ich mag den originalen Evo-Spoiler gerne, aber das hier ist schon. Boah, ich bin schon ein bisschen begeistert vom Tuning vom Evo. Das kommt jetzt ein bisschen unerwartet, bin ich ehrlich. So, Motorhaubenstifte. Ja, komm. Oh, nee, wir haben die.
Ja, nehmen wir die. Die finde ich ein bisschen cooler sogar. Die finde ich sogar noch ein bisschen cooler. Abschlepphaken. Können wir ruhig machen. Finde ich sogar ganz cool bei der Kiste. Überkäfig. Ja, bitte komplette Zelle rein da. Dankeschön. Glühbirnen machen wir mal. Wir machen ruhig gelb. Ich finde das irgendwie cooler bei ihm. Nummernschild. Ist krass, wie das mit dem Kennzeichen direkt ganz anders Auto ist, ne? Wenn du das so dran hast. Ich finde auch ohne cool, aber mit ist halt, mit hat irgendwie den Vibe. Aber wir machen es mal ab. Wir machen es ab. Kühler, warte mal, Kühlergrill? Drei Typen, bitte übertreib doch nicht. Oh, er hat diese Verstärkungsstrebe. Oh, er hat diese Verstärkungsstrebe. Das ist so ein geiles Detail für den Evo, ich liebe es. Dann haben wir diesen Einlass, der ist aber auch sexy. Scheiße, was machen wir da? Ne, wir machen das hier, ich nehme die Kombination. Jetzt bin ich aber interessiert, wenn ich den Käfig lackiere. Lackiere ich dann auch vorne die Strebe. Weil der Käfig hat nämlich dieselbe Farbe aktuell noch. Lackkarosserie. Ne, nicht alles lackieren. Redoption, ne. Okay, ich hätte gerne den scheiß Spoiler einzeln lackiert. Farbpalette. Wir nehmen jetzt einfach mal ein anderes Rot, ist ja scheißegal. Das ist auch rot. So. Einfarbig, Metallic. Metallic sieht aber ganz schön schundig aus. Das ist auf jeden Fall, ist es lackierbar, weil das ist jetzt nämlich blau. Wir nehmen mal so eins. Da finde ich auch Metallic ganz gut. So, Überrollkäfig. Bin mal gespannt, ob das. Ne, okay, der Käfig ist auf jeden Fall nicht die Strebe vorne. Wir machen den Käfig mal weiß, dann fällt er nämlich mehr auf. Ist es sonstige? Die Strebe ist halt wirklich einzeln lackierbar. Meine Fresse, ist das ein geiles Detail. Das ist ja übel sick. Das feiere ich ja richtig hart, dass sie einzeln lackierbar ist. Danke, Pony von Digital. Da ist jemand, der mitdenkt. Dankeschön. Nein, nicht alles lackiert. Ja. So. Okay. Räder. Die hätte ich jetzt gerne einfach weiß, glaube ich auch. Ja. Weiß und. Mach ruhig Metallic hier, ne? Hätte ich gesagt. So. Rennoptionen. Frontscheibenbanner. Machen wir einen schönen. Ja, schwarzen ist okay. Scheibenblecken gibt's nicht. Fahrernamen lassen wir wegbleiben. Speichern finde ich super. Das finde ich. Das mit der Strebe, dass man die vorne lackieren kann. Das gibt einen großen Daumen hoch. Ich sage es euch. Das gibt einen großen Daumen hoch auf der. Das finde ich ganz schön geil, Skala. Das ist eine offizielle Skala. Das steht in ganz vielen Handbüchern. Die finde ich ganz schön geil, Skala. So. Oh, Junge. Okay, das Rot, was ich jetzt genommen habe, ist aber auch nochmal eine Nummer sexier, ne? Muss man einfach mal ganz klar sagen. Also das Rot Original ist schon geil, aber das Metallic-Rot, was wir da drauf haben, gerade in dem Sonnenlicht da gerade, kann was. Das kann was. So, wir tunen jetzt nochmal die Leistung, weil hier auch mal gucken, was der Evo so kann. Weil wir wollen natürlich auch das Maximum rausholen. Wir wollen natürlich das Maximum rausholen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wir wollen mal gucken, was man aus dem Evo so rausknallen kann. Was dieser Kollege so ab kann. Der Motor ist ja normal. Ja, recht bekannt und beliebt in der Tuning-Szene. Aus vielen bekannten Gründen. So, wir können Titalpleuel einbauen. Das machen wir natürlich sofort, weil das natürlich eine geile Idee ist. Die Carbon-Antriebswelle machen wir natürlich auch sofort. Keine Ahnung, warum der Score dadurch schlechter wird, fragt mich nicht. Die Carbon-Bremse machen wir jetzt mal nicht. Ja? Anti-Lag-System machen wir natürlich, weil ich will hier gleich komplett Feuerwerk haben. Motor-Balance-Tuning, rein damit. Also wie gesagt, wir kaufen jetzt einfach mal alles, ne? Ich bin jetzt hier mal in Gönnlaune. Rennler, Luftkühler, here we go. Der Rennluftfilter, absolut. Sehe ich komplett. Der Bremsanlage. Dann natürlich auch Bremsbelege. Noch ein Rennauspuffkrümmer, wunderschön. Bremsbalance-Tuning, auch komm, einfach mal reinpacken, warum nicht? Die Rennkupplung mit Schwungrad, yalla. Torque-Factor, Zentraldifferential, rein damit. Weiche Slicks drauf. Here we go. Voller Bass-Renngetriebe. Here we go. Gewichtsreduktion können wir hier nicht machen. Fassbaren Computer. Rein damit. Rennkurvewelle. Rein damit. Den Rennauspuff brauchen wir nicht. Turbolader. Ich hätte gerne die meiste Leistung. Draußen 87 kW. Ja, dann machen wir den groß für hohe Drehzahl. Hier haben wir nichts mehr voll am Badbach sperrt, das ist nicht. Gewinnungssteifigkeit erhöhen, here we go. Gewichtsreduktion müssen wir vorne anfangen. Nockenwelle mit großem Hub, rein damit. Bohrung hoch, rein oder raus damit, was auch immer. Sportbremssatz, nee. Gewichtsreduktion, Sport. So, Gewichtsreduktion Stufe 1, 1278 Kilo. 1178 Kilo, wenn wir den jetzt unter die Tonne kriegen, dann meinen fetten Respekt, Alter. 1107 Kilo, immer noch in Ordnung. Okay, jetzt habe ich aber glaube ich alles, ne? Ja. Wir haben jetzt, was haben wir an Leistung anliegen? Kann ich es auch irgendwo sehen?
411 kW haben wir jetzt. 480 Newbel. Das ist okay. Ist nicht super viel, aber ist okay. Ich hoffe, dass er jetzt der einfach mit Anti-Lag komplett Terror schiebt. Weil das erwarte ich irgendwie so ein bisschen vom Evo, dass das Ding hier komplett Berserker-Mode geht. Anti-Lag-System, ja. Und bitte stark. Dankeschön. Tiefer geht nicht mehr. Okay, wunderbar. Das nehmen wir alles. Dankeschön. Sieht schon gut aus jetzt, ne? Muss man ganz klar sagen. Ich würde mir immer noch Innenraum-Tuning wünschen. Also neben Käfigen. So richtig schön, richtig schöne Rennschalen sitzt da rein. Mit einem geilen Lenkrad. Wow, das will ich. Das würde ich. Täte ich im Evo fühlen. Täte ich im Evo fühlen. Ich sag, wie das ist. Das täte ich ein bisschen fühlen. So, wir gehen mal nach Tokio auf den Expressway, weil ich will ja mal gucken, was so leistungstechnisch geht. Wir wollen mal gucken, was da so geht. Was suche ich denn jetzt gerade? Tokio Expressway, den suche ich. Naja, manchmal suche ich mich auch selber anscheinend. So, wir nehmen Ost, wir nehmen Süd, was nehmen wir denn? Wir nehmen mal den hier und Dämmerlicht. Ja, wunderbar, weil da sieht man hoffentlich ein paar Auspuff-Flames. Ich hoffe es mal. Das ist ein bisschen mein Ziel. So. Schiebt auf jeden Fall gut, habe ich das Gefühl. Der Schub ist da. Die Gangwechsel klingen auch komplett assi. Leichten Flammenwurf haben wir auch. Also, was ich damit sagen möchte, hört sich auf. Der Wagen schießt komplett konsequent Flammen. Warte mal, schießt der jetzt wirklich die ganze Zeit mit Flammen, wenn ich vom Gas gehe? Da geht mein Moosgehalt gerade den Sprit hinten raus, Alter. Einfach nur, wenn ich vom Gas gehe. Junge, der schießt ja nur blaue Flammen. Ja, Druck ist auf jeden Fall da. Die Gangwechsel klingen vor allem innen komplett brutal. Wartet mal. Ja, wir sind schon im 6. Vergesst, was ich gesagt habe. Wartet mit mal. Aber wir fahren schon über 300 Sachen in einem Evo. Gibt schlimmere Sachen, hätte ich gesagt. Aber, also muss ich sagen, tuning-technisch unerwartet geil. Also ich habe mir schon viel... Wow, holy fuck, Junge, was sind das für Flammen, Bruder? Beruhig dich doch wieder. Also ich habe mir ja schon viel erwartet. Die Bremse packen aber auch ganz anders wild. Ich habe mir schon ein bisschen was erwartet, aber dass das White Body Kit einen krassen Kurvflügel mit sich bringt und die Stoßstange und Seitenschweller für das Ding komplett custom sind, das kam unerwartet. Ich bin sehr begeistert von dem Auto. Also, Grüße gehen raus von Infoni Digital. Da habt ihr was raus, da habt ihr einen rausgehauen. Das gibt auf jeden Fall ein Sternchen im Fleißheft. Auf jeden Fall. Also ganz safe Nummer. Da bin ich sehr begeistert von. Ich glaube, ich werde mir auch den TTS nochmal angucken, weil ich finde TTS halt ganz cool. Und mit dem 8J hätte ich jetzt als wenigsten gerechnet, aber wie ist da drin, da kann man den auch mal anschauen. Dann fährt sich aber auch insane, wenn du den mal getunt hast, ne? Also bei anderen Autos haben wir jetzt Problem, dass die komplett overpowered sind, aber der Evo, ich bin ehrlich, alles reingesteckt, vernünftiges Fahrwerk Reifen drauf. Das ist ein ganz gutes Handling-Beast, ey. Ich bin erstaunt, wie krass gut der performt hier. Also der ist so entspannt einfach zu fahren, trotz der Leistung. Die Flämmchen hinten raus, ne? Okay, ob man das Flämmchen nennen kann oder eher komplette Stichflamme, kann man sich selbst aussuchen. Das ist viel zu gut. Wenn man jetzt zurückschaltet, wartet. Wird die Flamme ja nur größer. Wartet. Boom. Das ist eine Explosion hinter dem Handrohr. Ich liebe hier alles daran. Das ist ja viel zu geil. Warte mal. Die Flamme steht ein bisschen weit hinten. Aber es ist schon ein sehr gutes Kfz. Also ich muss sagen, tuning-technisch, das hier fällt mir gut. Und wenn euch das Video gut gefallen hat, dann könnt ihr dem Ganzen noch einen Daumen rum da. Das würde ich mich sehr drüber freuen. Wir sehen uns im nächsten Video hier nämlich wieder bei Wunder... Musst du auch nochmal aufzubrennen? Ne, der brennt konsequent. Bei einer wunderbaren Folge von Grand Rosen 7. Ich höre raus, bis nächstes Mal. Tschüss. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team.